In diesen turbulenten Zeiten gibt es trotzdem eine Konstante. Die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Unser ganzer Werdegang, unsere ganze Karriere wird beeinflusst, wird verändert und geformt durch andere Menschen. Wir werden erfolgreich nur durch andere Menschen. Und darum ist eine ganz entscheidende Terminante für den Erfolg, dass wir fähig sind, die richtigen Beziehungen zu den richtigen Menschen herzustellen. In der Bibel steht, zeig mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. 85% ihres Erfolges werden von der Gruppe bestimmt, mit denen sie sich umgeben. Ich rede mit den Leuten, die heute dort sind, wo ich hin will, weil die wissen, wie es geht. Die anderen wissen nicht, wie es funktioniert, aber sie wollen sie ständig zurückhalten. Der Schlüssel für erfolgreiche Beziehungen ist unsere Sprache. Aber wofür war eigentlich nie eine Schulstunde reserviert? Wofür? Nicht in der Schule, nicht an der Uni, nicht in der Berufsausbildung. Für das Thema, wie spreche ich mit anderen Menschen? Wie kommuniziere ich mit ihnen? Wie spreche ich mit ihnen? Und Erfolg ist wie Glück. Man kann es nicht verfolgen, sondern es erfolgt immer aus einer Sache, die vorher passiert ist. Und Erfolg unterteilt sich immer in 15% fachliche Kompetenz und 85% persönliche Kompetenz. Und seien wir mal ehrlich, wer von uns hat das nicht schon mal erlebt? Sie gehen in ein Geschäft, Sie haben Geld dabei, Sie wollen kaufen, sind kaufbereit, aber der Verkäufer ist noch nicht mit seiner Fachkompetenz fertig. Sie verlassen das Geschäft, haben immer noch Ihr Geld, haben nicht gekauft und sind völlig verwirrt. Erfolgreiche Menschen entwickeln immer ein Feuer der Begeisterung. Wenn man denen in die Augen schaut, dann brennt da wirklich ein Feuer. Was wir heute brauchen, gerade heute, sind Bunsenbrenner. Begeisterungsfähigkeit ist eine der bestbezahltesten Fähigkeiten auf der Welt. Und sie hat zwei Eigenschaften. Erstens, sie ist leider sehr selten. Und zweitens ist sie ansteckend. Und jeder von uns, der morgens vorm Spiegel steht, sollte sich eigentlich fragen, wie groß ist die Ansteckungsgefahr, die heute von mir ausgeht? Das Prinzip der gegenseitigen Beeinflussung bestimmt unser ganzes Leben. Nicht nur im Berufsleben, sondern auch unser Privatleben, das Leben mit unseren Freunden. Es bestimmt einfach alles. Es ist das sogenannte Resonanzgesetz. Resonare kommt aus dem Lateinischen und heißt antworten. Das heißt, das Leben antwortet mir. Und jeder unserer Gedanken hat eine gewisse Energie, die wir aussenden, die uns stärkt oder schwächt. Wenn Sie morgens so aufstehen, boah, heute ist ein geiler Tag. Heute wird ein richtig guter Tag. Jeder Kunde, der mir begegnet, hat ein richtiges Glück. Und ich freue mich. Ist da draußen jemand, der diese Freude mit mir teilen will? Ist jemand da, der auch so viel Spaß an dem hat, was ich tue? Das sind Ihre Gedanken, oder? Oder sind die Gedanken eher folgende? Das Leben ist nicht leicht. Das Leben ist eine schwere Prüfung. Und das Leben ist auch nicht fair. Und wenn Sie immer wieder denken, das Leben ist nicht fair, produzieren Sie jeden Tag Situationen, die Ihnen die Bestätigung geben, das Leben ist nicht fair. Wenn Sie im Mangel leben, im Mangel denken, werden Sie auch im Mangel leben. So wie du die Welt anschaust, so wird sie dich anschauen. Ein Verkäufer, der unsicher ist bei seiner Angebotspräsentation, bei seinen Versicherungsgebühren, bei seinen Produkten. Ja, was soll der denn bei seinem Kunden erzeugen? Aber ein Mensch, der begeistert ist, der weiß, was er tut, der weiß, dass seine Produkte einen hohen Nutzen bieten. Was strahlt der aus? Und über Ihren Gedanken ist noch etwas, das sind Ihre Glaubenssätze. Glaubenssätze sind dauerhafte, spezifische Regeln, nach denen wir unsere Wahrnehmung organisieren. Aber eigentlich sind sie nichts anderes als Denkgewohnheiten aus der Vergangenheit. Und darum ist es eine Spirale bei diesen Glaubenssätzen. Die kann nach unten gehen und die kann nach oben gehen. Das entscheidet jeder selber. Es gibt Menschen, denen gelingt einfach alles. Wissen Sie, womit das zusammen hat? Die haben einfach andere Glaubenssätze.
aber eine der Hauptaufgaben eures Unternehmens und 50% eures Unternehmenserfolges hängen davon ab, ist das Thema Verkauf. Die Harvard Business School hat festgestellt, dass die häufigste Ursache für das Scheitern eines Verkäufers die ist, dass der Verkäufer schon im Vorfeld entscheidet, dass der Kunde sowieso nicht kaufen wird. Mein zweiter Diamant eines jeden Unternehmens ist das Team. Das sind die Mitarbeiter. Wachsen Mitarbeiter nicht persönlich und nicht fachlich, dann kann mein Unternehmen sich nicht weiterentwickeln. Was muss ich machen, um immer weiter zu wachsen? Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Und wissen Sie, was der natürliche Feind Ihres Potenzials ist? Das ist Ihre Komfortzone. Und je größer die Widerstände, desto größer die Wachstumschance. Das heißt, je größer das Problem, desto größer für Sie die Wachstumschance. Erfolgreiche Menschen haben immer wieder die Fähigkeit, sich zum Handeln zu motivieren. Wie wird das Resultat sein? Abschluss.